abgeschlossen. Waffensysteme und Bewegungssteuerung reaktiviert. Und weiter geht's mit Titanfall 2, Pilot, liebe Leute. Feindlicher Titanfall geortet. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Bereit machen. Okay, machen wir uns nochmal bereit. Und du bist dir sicher? Vertrauen Sie mir. Miliz Titan, Chassis Nummer BT-7274. Krasses Ding, Alter. Nicht schlecht, Pilot. Nicht schlecht. Okay, wo ist er? Pilot, unsere Kampfeffizienz hat sich erhöht. Pilot, ich orte weitere Bergungsteams der IMC. Unsere einzige Überlebenschance ist die Fortsetzung der Mission. Wir müssen zu Major Anderson. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Markiere Hut. Wir müssen uns beeilen. Okay, schauen wir doch mal. Pilot, die IMC wird weiter nach uns suchen. Unsere einzige Überlebenschance ist ein Treffen mit Major Anderson. 60 Klicks von unserer aktuellen Position. Wir müssen improvisieren, wenn wir überleben wollen. Okay, schauen wir doch mal, ob wir das schaffen. Hier ist Bomberg 3-2. Wir haben hier unten schwere Verluste. Es wird dringend Unterstützung. Wir haben schwere Verluste. Ja, die gehört zu mir, okay. Okay, richtig springen können wir gar nicht anscheinend. Wir können nur nach vorne gleiten. Predator Titan der Vanguard-Klasse. Schön, Sie zu sehen. Wir können Hilfe brauchen. Feindlicher Titan erfasst. Du gehörst mir, Pilot. Feind Titan zerstört. Dass du bei jedem Schuss so viel Glück hast. Er hat Sprengsystem aktiviert. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war, aber es war geil auf jeden Fall.
Der ein Schild hingestellt oder was? Sprengsystem bereit. Sprengsystem aktiviert. Einheiten zerstört. Geil. Glaube ich nicht. Das hochentwickelte Design dieser Titan-Waffe könnte uns einen taktischen Vorteil verschaffen. Bist du etwa verliebt? Das menschliche Konzept der Liebe erfordert Bewunderung, Anziehung, Hingabe und Respekt. Fazit, ich bin zu 50% verliebt. Mit dem Tone-Loadout können wir Gegner erfassen und mit Zielsuchraketen attackieren. Das ist im Kampf ausgesprochen hilfreich. Okay, ich muss dann nur noch mal schnell in meine Einstellung gehen. Steuerung. Und zwar würde ich diese gern auf Ach nee. Bitte einmal löschen. Und bitte einmal auf was hier, okay. Übernehmen. Übernehmen bitte. Schließen. Bitte. Ton, was ist das? 40 mm Tracker-Geschütz, halbautomatisches Geschütz. Achso, hier kann ich praktisch durchwechseln. Ah. Alles klar. Nur noch mal kurz Steuerung. Löschen. Und bitte auf die 4. Genau. Das übernehmen. Sorry, dass ich hier ein bisschen rumstelle, aber sonst hätte es einen Konflikt mit dem OBS gegeben. Genau, ich hab ja hier die Razer Naga. Und da kann ich mir die Tasten schön auf die Maus drauflegen. Geht es halt schneller. G und Q müsste ich noch auf 2 und auf 3 legen. Das schauen wir nochmal schnell. Steuerung. G, Granate, G und Q.
Einmal löschen. Und einmal bitte. Löschen. Und auf die 2. Löschen. Und auf die 3. Taktik. Okay. Wo waren die Taktikfeuer? Taktik war auf der 1, glaube ich, gell? Genau. So, übernehmen. Übernehmen. Ich hoffe, das haben wir jetzt mal. 1, 2, 3, 4. Optimal. So, aber jetzt will ich sagen, weiter geht's. Ich kann mir vorstellen, dass hier gleich ein Boss kommt oder so. Durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Okay, dann schauen wir nochmal. Jetzt schon wiederum kann ich den nicht anvisieren. Mann, die Störung kriegt mich auf. Weiter geht's. Vorsicht, dieses Müll kann schwere Verletzungen oder den Tod nach. Deshalb ist das Tragen eines Schutzanzugs.
So, weiter geht's. Protzen, BT. Okay, geht's gut? Attackiere feindliche Infanterie. Okay, ich brauche mal Waffen. Giftnullpumpen filtern jetzt die automatisierte Testanlage Kuppel 1. Erschaltet uns der Reihe nach aus. Klar mache ich das. Klar. Thermikgranate. Okay, wo muss ich jetzt hin? Hier hoch oder was? Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Wartungsüberbrückung aktiviert. Öffne Flussregulierungstor. Warnung. Toxische Dämpfe in Hauptkammer eingeleitet. Aktiviere Sicherheitsschleuse des Kontrollraums. Die Druckschleuse hat sie im Kontrollraum eingeschlossen, Pilot. Sie müssen einen anderen Ausgang finden. Machen wir. Wir müssen uns trennen. Machen wir. Trennen. Klingt riskant. Angesichts der schwierigen Lage müssen wir das Risiko eingehen. Ich verfolge Ihre Position. Schlage vor, Sie suchen einen Ausgang. Alles klar, BT. Du aber auch. Verstanden, Pilot. So, haben die noch ein bisschen Munition für mich? Krabber, was ist denn das hier? Scharfschütze. Alle mal herhören. Hier spricht Kane. Was wir hier haben, meine Freunde von der IMC und der Miliz, ist ein Kommunikationsproblem. Aber das ist okay. Kein Akt. Alles bestens. Okay, haben wir ein Scharfschützengewehr dabei? Wer war das? Ladedaten. Kane. Söldner mit Verbindung zu den Apex Predators. Bekannter Drogenabhängiger und Händler. Nein! Boah! So weit wollte ich jetzt nicht jumpen. So, zeigst du mir den Weg? Ja, war mir klar, dass ich da wieder nicht rüberkomme. Eieiei. Sichtkontakt, ein Pilot! Okay. An alle verbleibenden Mitglieder, nur das Beste, dass wir es Kanes
reich. Ihr dürft gerne bleiben, bis er euch getötet hat. Was übrigens nicht lange dauert hat. Verbündeter Pilot. Captain, Sie haben uns seinen Milizpiloten geschickt. Feuer einstellen, er gehört zur SRS. Okay. Gut, deinen Piloten zu sehen, Sir. Unser Spot hat etwas abgekriegt. Alter Schwede. So, wir sollen zu BT aufschließen. Schauen wir mal, ob wir den jetzt gleich finden. MV8 Automatik. K. Hey, die ist schon ganz geil hier. Ich glaube, ich gehe jetzt mal rüber. Achtung, in Unterabteilung 3A liegt ein toter Prowler. Umgehend beseitigen. Jetzt unten!
Okay, gucken wir mal, der Weg ist jetzt richtig. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Wird aber nicht mal kurz tappen. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir an der Stelle aber einen Cut, sind doch schon wieder 26 Minuten sowas. Und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht. Ob wir auf BT stoßen? Ich bin echt gespannt. So, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.